Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute einen historischen Kriminalroman vorstellen und zwar handelt es sich dabei um den zweiten Band einer bestehenden Reihe. Und vorweg möchte ich noch hinzufügen, dass es sich dabei um ein Rezensionsexemplar handelt, was ich freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlich bedanken. Und zwar handelt es sich um den zweiten Band der Kommissar Le Floch-Reihe, und zwar hier Der Brunnen der Toten vom Autor Jean-François Parot und aus dem Verlag Plessing. Ja, wir befinden uns hier in Paris des 18. Jahrhunderts und Le Floch wird in das Haus des Grafen de Ruysec, wenn man ihn so ausspricht, ja gerufen, weil sein Sohn in seinem Zimmer tot aufgefunden wird. Ja, der Tod gibt dem Kommissar Le Floch ja, wirft ihm quasi ein paar Fragen auf und beziehungsweise stellt sich dabei ein paar Fragen und entdeckt da ein paar Ungereimtheiten, die er natürlich versucht zu lösen. Wie bei Kommissar Le Floch das meistens der Fall ist, ja, führt das eine Problem zu vielen weiteren Problemen und er hat am Ende nicht nur diesen einen Fall zu untersuchen, sondern auch noch ein paar andere. Ihm stehen dann natürlich wieder seine Weggefährten, der Scharfrichter, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, und sein Partner Bardot an seiner Seite oder zur Verfügung. Ja, es ist vom Aufbau her sehr ähnlich wie der erste Band, den ich ja ebenfalls schon besprochen habe. Quasi Le Floch hat einen Fall, er muss ihn lösen und dabei werden halt immer kleinfächrigere Probleme aufgedeckt, die Le Floch zu lösen hat bzw. zu bearbeiten hat. Mich stört ehrlich gesagt dieses gleiche Vorgehen nicht, weil ich finde das Setting einfach, also das Setting des Paris im 18. Jahrhundert macht diesen Aufbau des Werkes einfach wett, wo ich quasi hinwegsehen kann. Ich mag einfach diese Atmosphäre, die entsteht, wenn Parot vom Paris erzählt, wie so das Flair ist, mit was für Gegebenheiten er zu kämpfen hat, Le Floch. Und des Weiteren mochte ich auch so die Beschreibung von Versailles. Es sei noch hinzugefügt, dass wir uns diesmal ja im Klientel vom Theater und der königlichen Familie befinden, was quasi den Bogen um Paris quasi noch ein Stück weiter auffächert, im Gegensatz zum ersten Band. Ich vermute, dass die Reihe immer mehr Schauplätze quasi, muss ja zwangsläufig, hervorruft und wir quasi immer weiter Paris des 18. Jahrhunderts kennenlernen. Und das ist auch der absolute Pluspunkt für dieses Werk und wahrscheinlich auch für diese Reihe. Ich mag, wie ich schon sagte, und ich kann davon auch wirklich nur schwärmen, dieses Gefühl, da durch die Straßen zu wandern mit Le Floch und so die Atmosphäre aufzusaugen und und vor allen Dingen auch so Fälle zu lösen, wo jetzt, sag ich mal, kein Computer zur Verfügung steht, keine technischen Hilfsmittel und Parot das quasi aus seinen Erfahrungen heraus lösen muss, beziehungsweise aus den Erfahrungen vielleicht von seinen Mitstreitern. Und das ist das, was mir halt wirklich sehr, sehr gut gefällt. Auch so die Art und Weise, wie Parot quasi schreibt, wo ich ja gesagt habe am Anfang, dass es mir doch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, so die Schreibart, was sich natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt geändert hat, aber man muss dazu sagen, dass definitiv eine Steigerung jetzt stattgefunden hat, aber ich habe schon einen Unterschied zwischen dem ersten Band und dem zweiten Band gemerkt. Ich bin mir aber allerdings nicht ganz sicher, ob es nicht einfach daran liegt, ob ich mich jetzt einfach daran gewöhnt habe, dass ich mich quasi auf den Autor eingelassen habe und dadurch wusste, was auf mich zukommt. An anderer Stelle habe ich aber allerdings gemerkt, dass es nicht daran liegt, dass ich mich jetzt daran gewöhnt habe, sondern dass da wirklich
tatsächlich eine Steigerung stattgefunden hat. Und das finde ich ebenfalls sehr, sehr positiv. Und ich hoffe, dass es dann mit den anderen Bergen vielleicht sogar noch besser wird und manche Formulierungen, die vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig gelungen sind, jedenfalls aus meiner Perspektive, werden vielleicht immer weniger und es steigert sich halt immer, was ich sehr, sehr gut fände. Allerdings ist es hier auch noch so, dass zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, dass manche Formulierungen oder auch manchmal unschlüssige, Ungereimtheiten auftauchen, beziehungsweise ich glaube, dass es an mancher Stelle sogar Übersetzungsfehler entstanden sind. Und zwar ist es so, dass wir hier eine Stelle haben, die hatte ich mir tatsächlich auch gemerkt, dass da wird in dieser Stelle wird beschrieben, dass Le Floch zu Fuß geht zu einem Ort. Er hat zwar hinten drauf quasi sein Pferd mitgeführt, aber zwei Sätze reitet er dann statt nur noch zu Fuß zu gehen. Und das sind so Ungereimtheiten, wo ich mir sage, das müsste eigentlich auffallen, ist in dem Fall allerdings nicht aufgefallen. Ja, das ist halt, ich sag mal, wie ein Schnittfehler, der halt einfach passiert. Aber ich denke, wenn der ein oder andere Lektor drüber geschaut hat, wäre das aufgefallen. Ja, das ist so von der Schreibe her so ein paar Kritikpunkte. Was mir bei Perrault neben den Kritikpunkten, die ich bereits gesagt habe, immer wieder gut gefällt oder beziehungsweise jetzt auch zum zweiten Mal wieder sehr gut gefallen hat, ist, dass er es schafft, für mich die Charaktere wirklich sehr, sehr deutlich zu zeichnen. Und auch wieder für die Charaktere das gleiche Gefühl hervorzurufen. Ich habe mit Le Floch und ja seinen Weggefährten quasi immer wieder das vertraute, warme Gefühl. Die Charaktere haben meiner Meinung nach sehr, sehr gut Ecken und Kanten, wie ich finde. Sie sind halt eben nicht zu glatt. Sie haben ihre Schwäche. Sicherlich ist Le Floch ein Charakter, dem vieles gelingt, dem viel in den Schoß fällt, aber nichtsdestotrotz hat er Ecken und Kanten und stößt bei dem einen oder anderen an, was ich meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen finde. Auch die Mischung aus, ich sag mal, guten Charakteren und bösen Charakteren, was man ja so in einem Kriminalfall nun mal einfach hat, finde ich auch, schafft er es auch immer wieder schön, die Waage zu halten, und man hat auch immer das Gefühl, dass man sich bei einem Charakter, den man hier trifft, so ein bisschen irrt. Dass Perrault es schafft, es den so zu zeichnen, dass er nicht zu viel verrät, aber das Gefühl weckt, dass er vielleicht der Schuldige ist, aber man dann merkt, okay, vielleicht ist das doch nicht. Und ich finde, diese Charakterzeichnungen gelingen Perrault immer wieder sehr gut, beziehungsweise sind sie für mich sehr gut gezeichnet. Bin mir ziemlich sicher, dass ich die Reihe noch weiter verfolge, weil ich einfach dieses Setting von Paris im 18. Jahrhundert sehr, sehr mag. Ich kann mir vorstellen, dass wir immer weiter so in den Königsbereich und in den Königsfamilienbereich eindringen werden, weil wir auch hier wieder in die königliche Familie ein Stück weit eintauchen, aber immer noch so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier mit der Reihe Fortschritt immer weiter so in das königliche Leben eintauchen werden. Was natürlich auch noch ein Pluspunkt ist, das möchte ich hier an der Stelle natürlich noch sagen, ist, dass Perrault natürlich meiner Meinung nach sehr gut recherchiert hat. Bei solchen Büchern lese ich doch sehr gerne nochmal nach, gucke, ob es wirklich so gewesen ist, die Mordfälle natürlich nicht, aber so, die Beschreibungen von Paris kann man ja doch sehr gut nachrecherchieren oder halt auch so, Fakten, die er hier nennt. Klar wird jetzt hier nicht erzählt, wie Paris entstanden ist oder sonst irgendwelche Dinge, aber doch andere Punkte kann man doch sehr, sehr gut nachrecherchieren. Ja, deswegen denke ich mir, dass ich auch die Reihe noch auf jeden Fall weiter lesen werde. Ja, was mir noch aufgefallen ist und was ich sehr gut finde, und ich bin ja so ein Stück weit auch ein Mensch oder ein ich bin natürlich ein Mensch, wo ich schön gestaltete Nat-
schön gestaltete Bücher natürlich auf mich wirken und ich bin da, glaube ich, auch ein Stück weit ja, ein Opfer, was auf gut gestaltete Bücher natürlich anspringt. Aber was mir hier auffällt bei den Büchern, ich dachte ja, das ist mir erst beim näheren Hinblick aufgefallen, dass die Cover zwar sehr ähnlich sind, aber trotzdem noch unterschiedlich. Und zwar sind es zum einen, also bei dem ersten Band, was hier das Geheimnis der Weißmäntel ist, haben wir hier auch eine Stadt auch, abgebildet, also Paris abgebildet quasi, und aber halt einen anderen Abschnitt als bei dem zweiten Band, was ich sehr, sehr gut finde. Was ich mir beim ersten Angucken gar nicht so aufgefallen ist, weil wenn man sich das so anguckt, ist es doch sehr ähnlich. Ne? Aber dann beim näheren Hinblick sieht man, ja doch, die sind verschieden und da hat man sich dabei was gedacht. Was ich auch ebenfalls immer wieder schön finde, ist, dass man hier eine Karte von Paris abgebildet ist und dass man so gewisse Punkte eingetragen hat, wo sich was befindet und man sich quasi noch mehr Paris vorstellen kann und auch ein bisschen Anhaltspunkte bekommt und auch noch Stichpunkte an die Hand bekommt, um weiter zu recherchieren, was im ersten Band ebenfalls schon der Fall war. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, schaut euch gerne mal die Reihe Le Floch an. Insgesamt gibt es dazu, glaube ich, 13 Bände, die leider noch nicht komplett in Französisch, wollte ich schon sagen, ins Deutsche übersetzt worden ist, da mein Französisch leider absolut schlecht ist, würde ich an dieser Stelle mal sagen, oder sogar fast nicht vorhanden, muss ich natürlich auf die Übersetzungen warten. Ich weiß, dass es dazu letztes Jahr im Herbst schon in einem dritten Band quasi übersetzt worden ist oder beziehungsweise herausgekommen ist, freue ich mich natürlich auf diesen dritten Band schon sehr. Also ich möchte euch auch diesen Band noch empfehlen und wünsche euch, wenn ihr euch die Reihe zu Gemüte führt und vielleicht auch anfangt zu lesen, sehr, sehr viel Spaß damit. Falls ihr dieses Werk oder diesen Band schon gelesen habt, würde mich interessieren, wie euch dieser Band gefallen hat oder wie euch bisher die Reihe gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag noch und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss!